Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. Eigentlich war die letzte Folge tatsächlich das eine Folge geplant, aber ich mache da mal was schon die zweite raus. Seht es mir bitte nach, dass es so ist. So, wir machen weiter mit dem guten, mit der Bodyguard Action. Ach Gott, nein, bitte nicht die Mission. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. So, ich brauche keine Mission, sondern einfach nur, was braucht man denn hier? Die Frage ist, was müssen wir machen? Ah, den müssen wir, okay, wir müssen... Gut, da müssen wir ein Auto verfolgen. Beziehungsweise davon abhalten, Schaden zu nehmen. Einen Transporter. Beziehungsweise die Mission wird nicht besonders einfach werden. Und was ist mit dem? Will der springen oder was? Mal weg. Gib mal Gas. Du bist gepanzert, Kollege. Was hast du denn da für einen Ross zusammen? Uiuiui, der hat viel Schaden mittlerweile. Soll ich da aufpassen? Wobei das gar nicht wahrscheinlich mal gar nicht so dumm ist, dass er sich jetzt gerade einen Abschöpfwagenjäger holt. Komm doch mal. Oh, gib doch mal gar, gib her, Mann. Lang in Richtung Francis, ne? Links. Das Problem ist, ich kann gar nicht die Feinde. Mit deiner Scheiß-Caps.
Scheiße, ich muss hier natürlich jetzt wieder... Ich muss jetzt mal Gas geben, weil ich will nicht, dass der explodiert. Scheiße, ich sehe nicht. So, wir sind auf Shoreside Vale. Ich muss gucken, dass ich natürlich die Mission jetzt gepackt bekomme hier. Raus oder fährt ihr hier nicht raus? Ich hätte hier rauszufahren. Ja, das Ding. Halt doch mal die Schnüss. Klar, dass der jetzt da steht. So, der ist tot. Boah, natürlich. Nicht wirklich, oder? Oh mein Gott, Alter! Ah, das war mir so klar. Verpiss dich von mir. So, die Frage ist ja, wie weit ist denn der jetzt durch? Oder wo ist denn der jetzt lang? Aber das Gute ist, der haut ab. Wenn der jetzt ankommt, ist mir das auch jetzt nicht egal. Der kommt irgendwie sicher mit an. Na, ich hoffe, der nicht. Scheiße. Der hat ein Problem. Der Schaden, glaube ich, steigt gerade so ein bisschen. Der fehlt aber nicht. Wir sind jetzt lang. Mission erfüllt? Och. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Gott sei Dank, Leute. Oh, wir haben eine neue Mission. Komm zu dem. Nein, will ich nicht. Und wir haben es sogar zum ersten Mal geschafft. Beim ersten Mal geschafft, liebe Leute. Wir haben es beim ersten Mal gepackt. Das war so das Wichtigste. So, stellen wir die Mühle hier natürlich wieder ab. Nein, ich will keinen Ride. Ich will eigentlich gerne nur irgendwie mal nach Hause zum Speichern. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, hau mal. Zurück. Und wie gesagt, zum unserem Home Sweet Home, unserem neuen Home. Und dann fahren wir zurück nach mal so eine Frage, wer schießt denn hier auf mich? Was ist das für ein Gebiet hier? Das ist das wieder immer noch die Dings? Ja. Sind sie immer noch. Es sind immer noch die Kolumbianer, die sich auch hier breit gemacht haben. Ah, das sieht man ja in den Autos da vorne, weil die haben ja... So, ich brauche... So, ich wollte die Karre nämlich von denen haben. Ja, mein Glück.
Gib mir mal deine Karre. It's my car, idiot. Halt die Fresse. Kommt zumindest ein bisschen schneller voran als mit der Karre als. Ich komme ein bisschen besser damit jetzt zurecht oder damit ein bisschen schneller voran als mit der komischen Mühle da. So, ich brauche dringend irgendwie mal. Eine Möglichkeit, wieder zurück zur Straße zu kommen. Aber hier unten geht es ja weiter, okay. Hey, hier hinten ist das Haus. Ich bin meine Mühle da weg. Auf die Karre, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, ich kann jetzt mal kurz eben einen Safe machen. Bevor wir nämlich zurückfahren. Ja, speichern, bitte. Gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Let's Play GTA 3.